Hier ist wieder knallbunt. Wissenswerte Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des kommerziellen und über den Äther verbreiteten Hörspiels. Liebe Hörspielfreunde, kommenden Freitag meldet sich ein guter alter Bekannter zurück. Aber wohl erstmal nicht zurück zum Dienst. Das war ja mal ein fieser Cliffhanger bei der letzten Mark Brandes-Folge. Umso fieser die Wartezeit, die aber jetzt endlich ein Ende hat. Denn am Freitag erscheint bei Folgenreich die 24 Blindflug zur Schlange. Mark Brandes ist seit einem halben Jahr außer Dienst, als ihn die Nachricht von der Zerstörung des Patrouillenschiffs unter Grisha Romans Kommando erreicht. Als Zivilist hat Brandes keine Raumfluglizenz mehr. Zusammen mit Pablo Torrente macht er sich inkognito auf den Weg zu den Galapagos-Inseln. Von dort aus wollen sie versuchen, eine Passage zum Asteroidengürtel zu bekommen, in der Hoffnung, irgendwo in der von Piraten kontrollierten Region den Freund doch noch lebend zu finden. Ja, Mensch, das Setting liest sich erneut sehr fein. Die Sprecherliste großartig. Neben Mr. Brandes Michalot gibt's Martin Kessler natürlich als Pablo Torrente, Regiefuchs Marco Göllner, Mr. Bond, Dietmar Wunder, Charles Rettinghaus und natürlich auch David Nathan als Grisha Roman zu hören. Wow. Auch wenn die letzte Folge gemessen an zugegebenermaßen sensationellen Ausgaben zuvor vielleicht etwas schwächelte. Na gut, das in diesen qualitativen Höhen zu bezeichnen, ist eigentlich schon ein Witz. Naja, also auch wenn mich die letzte Folge nur aus einem Schuh gehauen hat, so freue ich mich doch erneut wie ein Schnitzel auf den neuen Brandes. Schnitzel. Invisible Crawler. Ja, auch das. Ach, was für ein schöner Übergang. Ja, wir bleiben im All. Denn nach der Quadrologie Erben des Imperiums legt Oliver Döring in Sachen Star Wars tüchtig nach mit Die dunkle Seite der Macht. Am Freitag gibt's den Auftakt, die erste Folge Gejagte des Imperiums. Der Angriff auf die Werften von Sluis Van konnte unter großen Verlusten zurückgeschlagen werden. Doch der finstere Großadmiral Thrawn ist damit noch lange nicht besiegt. Mit tödlicher Präzision verfolgt er seinen Plan, die neue Republik zu stürzen. Und so müssen Luke Skywalker, Han Solo und seine Frau Leila Organa Solo gleichzeitig an mehreren Fronten kämpfen, denn auf Coruscant ist Admiral Ackbar des Hochverrats angeklagt worden. Ja Mensch, und ich dachte mir noch nach dem recht plötzlichen Ende der Quadrologie, das war doch noch nicht alles. Tja, umso erfreulicher, dass es so zügig mit den nächsten Hörspielen weitergeht. Auch wenn ich vor allem in Sachen Story ja doch noch auf etwas mehr Fleisch hoffe. Es ist 11 Uhr in Berlin. Wir haben in Berlin ein Zombie gesichtet. So. Hier will ich ihn jetzt laufen. Fleisch! Halt die Klappe jetzt. Ja, gleich geht's weiter in Teil 2 mit hörenswerten Neuerscheinungen vom Hörspiel Wochenendmarkt. Also dranbleiben und bis gleich. Die Zombie-Idiot. Immer wieder Ohren auf. Tja, liebe Mitverschwörer, Jan Gaspar meldet sich zurück. Naja, so dramatisch ist das jetzt auch wieder nicht. Ja, diesmal tritt der Master of Verschwörungstheoretiker Desaster in anderer Gestalt auf. Es gibt nämlich ebenfalls ab Freitag ein interessantes Crossover, auditiv zu begutachten, mit Folge 13, der von Highlights ja durchsetzten Reihe Mindsnapping aus dem Hause Audionarchie. Diesmal werfen wir ein Ohr Beyond the Chinese Theater. Auf den jungen IT-Studenten Georg Brandt wartet eine echte Herausforderung als Trimesterarbeit. Eine Mission Impossible, für die sich die attraktive Kommilitonin Lynn prompt als Partnerin anbietet. Doch was hat Lynn mit Georges durchgeknalltem Vermieter zu tun? Viele scheinen an Georges Fähigkeiten als Hacker interessiert. Industrielle und Geheimdienste, Militär- und Verbrechersyndikate. Im Seattle Underground und dem geheimnisvollen Chinese Theater kommt es zu einem ersten Showdown. Doch wer hält die Fäden in der Hand? Wer wird der Gewinner sein in diesem Poker um Macht, Spitzentechnologie und jede Menge Geld? Aber vor allem, wie real ist die schockierende Gefahr?
Ja, wo Jan Gaspar draufsteht, da ist denn auch mit voller Breitseite Offenbarung 23 drin. Mit all seinen Komponenten, massenhaft zwielichtige Gestalten, die sich um den jungen Georg Brandt tummeln, der sich einerseits fürchterlich intelligent anstellt, andererseits doch recht naiv agiert, eine Frau viel machtpolitisch-wirtschaftlich aufgepumpte Pläne und Zukunftsszenarien, ja eben all das, was Offenbarung 23-Fans an der Serie so schätzen. Ja, ich bin da ja immer etwas skeptisch. Die Folge per se bietet an vielen Stellen durchaus hohen Unterhaltungswert, ist mir aber insgesamt einfach zu sehr Offenbarung 23 gewesen. Mit all seinen Ungereimtheiten, die mir persönlich immer, ja, den Spaß am Gesamt der Story rauben. Ja, aber es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass die großartige Mindnapping-Reihe durch dieses Crossover ein Mehr an Aufmerksamkeit aus den Reihen der Offenbarung 23-Fans bekommt. Wenn du ganz lieb Männchen machst, Tarzan, und brav die Pfote gibst, kann ich dich nachher noch dran nehmen. Nee, das geht jetzt auch ohne Männchen machen. Ich gebe dir 5 Mark, wenn du die Schule ansteckst. Ich will die Schule doch gar nicht anstecken. Tja, ja, so viel zum Thema Moral. Damit hatte TKKG ja immer etwas zu kämpfen. Mal hören, wie das in Folge 182 im Band des Übersinnlichen wird. Mysterium oder fauler Zauber, Geisterbeschwörungen, Wundertinkturen, spiritistische Geheimvorstellungen ziehen die Menschen in ihren Bann. Die Millionenstadt scheint der Magie zu verfallen. Da verschwindet eine beträchtliche Summe Geld aus Klößchens Hosentasche. Na, also bitte. TKKG nehmen die Spur auf, um herauszufinden, wer hinter den Betrügereien in der Stadt steckt. Warum hat es der Meistermagier Alessandro Andrea Giovini, so heißt er, nach den Proben seiner Zaubershow so eilig? Ist der Taschenspieler wirklich so unschuldig, wie es scheint? Tim, Karl, Klöpschen und Gabi glauben natürlich nicht an den Hokuspokus, natürlich nicht, der hier vor sich geht, bis sie auf jemanden treffen, der tatsächlich magische Kräfte besitzt. Oha, wenn ich schon lese, dass klassischerweise wieder mal ein Italiener für die Rolle des betrügerischen Magiers herhalten muss, da ziehen sich mir doch im Vorfeld schon etwas die Fußnägel gen Nord. Ja, naja, mit Klischees schlagen sich zwar auch wieder mal die 5 Freunde rum, aber da ist es ja doch meist im erträglichen Rahmen gehalten. Na, nach dem Jubiläum gibt's am kommenden Freitag die Folge 101, Der vergessene Schatz. Wieder mal geraten die 5 Freunde in ein aufregendes Abenteuer. Dabei wollten sie doch nur Pilze sammeln, Mensch. Aber ihre Geheimstelle im Kiefernwald wurde entdeckt und seitdem geht es nicht mehr nur um Steinpilze, sondern um einen verborgenen Schatz. Die Spurensuche erfordert eine große Portion Mut und natürlich Timmys unfehlbare Spürnase. Pilze sammeln, immer diese Drogen. Weshalb nehmen Jugendliche Rauschgift? Da gibt es sehr viele Gründe. Langeweile, Neugier auf was Neues. Ja, danke für diese sozialwissenschaftliche Analyse. Bleibt zu hoffen, dass man bei den 5 Freunden nach dem schwächelnden Jubiläum doch wieder ein bisschen mehr Tritt fasst. Ja, gleich gibt's zum Abschluss wie immer noch Hörenswertes aus dem Äther. Also dranbleiben und bis gleich. Immer wieder Ohren auf. Sonntagnachmittag sendet der HR2 ab 14 Uhr das äußerst hörenswerte Stück Die Lehrerin von Laila Stieler. Eigentlich hatte Andrea Liebnitz, Fachlehrerin für Biologie und Chemie, längst den Schuldienst quittieren wollen. Sie ist seit 20 Jahren Lehrerin. Sie fühlt sich ausgebrannt. Sie kann nicht mehr. Es gibt vielleicht nur eine Person, die sie zurückhalten könnte, ihre Freundin und Kollegin Katja Schäfer. Es ist der erste Schultag nach den großen Ferien. Im allgemeinen Chaos tauschen Andrea und Katja die erste Stunde. Der Unterricht beginnt, doch plötzlich fallen Schüsse. Ein Schüler der 8. Klasse zielt auf seine Mitschüler und auf seine Lehrerin Katja Schäfer. Sie wird lebensgefährlich verletzt und fällt in ein Koma. Ob sie je wieder daraus erwacht, ist ungewiss. Zurück bleiben verstörte und verängstigte Schüler, ein fassungsloses Kollegium und Andrea Liebnitz selbst tief traumatisiert. Für alle stellt sich die Frage, wie umgehen mit einem solchen Erlebnis? Wie weitermachen? Wie soll man überhaupt weiter unterrichten und wozu? Andrea Liebnitz soll fürs Erste die Schüler der 8. Klasse übernehmen. 25 traumatisierte Kinder. Für sie und ihre Schüler beginnt eine Bewährungsprobe.
Ja, die Tat selbst wird in diesem Stück tatsächlich mehr tangiert, nicht explizit dargestellt. Laila Stieler geht es vielmehr um die Reaktionen auf den Amoklauf, um Bewältigungsstrategien. Interessant ist dabei vor allem die doch eher ungewöhnliche Perspektive aus der Sicht der Lehrerin. Eine wirklich hörenswerte RBB-Produktion aus dem vergangenen Jahr unter der Regie von Judith Lorenz. Ja, eher humorvoll geht's da im Vergleich am kommenden Montagabend beim berühmten Krimitermin im Deutschlandradio Kultur zu. Um 21.33 Uhr gibt's dort Jakob Ayounis, der heilige Eddie, zu hören. Das hat der kleine Gauner Eddie wirklich nicht gewollt. Er lügt und betrügt, er klaut und haut notfalls auch zurück. Aber dass der verhasste Spekulant König bei dem Handgemenge im Hausflur so unglücklich stürzt, war nicht geplant. Ich habe Horst König umgebracht, ich fass es nicht. Ja, prima. Nach dem ersten Schock überdenkt Eddie seine ausweglose Lage und die vielen Fragen, die man ihm stellen wird. Kriminalpolizei, guten Tag, Sie sind also Eddie Stein, Straßenmusiker, vorbestraft und haben zur Tatzeit das Haus betreten. Erzählen Sie mal. Ja, die Leiche muss also weg, bevor die Bodyguards Argwohn schöpfen. Bald spricht ganz Berlin über den Mordfall König und die zweifellos politischen Tatmotive. Ja, von wegen. Ja, man hört es aus dem Plot schon raus, das Ding ist wahrhaftig was für Fans des schnoddrig schwarzen Humors. Da ich mich zu selbigen zähle, wurde ich von dieser wunderbaren Deutschlandradio-Produktion unter der Regie von Judith Lorenz ja schon wieder mit der Musik Martin Eichbergs perfekt unterhalten. Großartiges Teil, einschalten, wie eigentlich immer Montagabend. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Zum Schluss bleibt mir natürlich wie immer noch zu sagen, Augen zu, Ohren auf. Tschüss!